Herr Kuchen. Wir haben den Herr Kuchen jetzt am Start. JBB 2018 war, glaube ich, seine Premiere, oder? Auf dem JBB-Kanal. Genau, vorher nur VBT. Genau, vorher VBT, dann kam ins JBB. Das Witzige ist bei Kuchen, ich meine, die Story habe ich schon mal aufgemacht, aber ich weiß nicht, ob die schon in der Reaction drin war. Herr Kuchen kannte ich schon von, boah, Digga, wann war das denn? Warte mal, in welchem Jahr kam das raus? Lass mich mal ganz kurz gucken. 2011 oder so? Nee, 9 Jahre. 2014? Wann war das genau? 2014 habe ich nämlich mal ein Feature gemacht mit Herr Kuchen. Da hat er mich angeschrieben, glaube ich, damals auf Facebook. Ne? Da war Facebook noch sehr unterwegs. Und da haben wir für sein Album, war das, glaube ich, eine Single gemacht. Ne? Das heißt, mir war der Herr Kuchen da schon sehr lange bekannt. Ich kannte den auch gar nicht jetzt unbedingt vom VBT. Also ich habe dann mitbekommen, dass er da auch war. Aber ja, ich kannte ihn einfach von Mucke. Der hat auch Artikel über sich selber geschrieben. Oder war das nicht er? Das war, leider war das genau Herr Kuchen, ja. Genau, das heißt, für mich war das schon ein bekanntes Gesicht, als ich den hier gesehen habe. Ich würde sagen, wir gehen rein und gucken mal, was da abging, ne? Los geht's. Ah, das war so ein 50, ey, guck mal, ich check das halt immer direkt, ne? Ich bin nicht so ein Fan bei Musikvideos, wenn die so eine hohen Frames haben. Ich finde, das sieht immer so, ich weiß auch nicht, immer so ein bisschen künstlich aus, ne? Cassius hatte doch irgendwie vor ein paar Monaten mal so eine Single, die auch mit so 60 FPS oder so aufgenommen wurde. Ich meine, es ist immer eine, ja, vielleicht eine Geschmacksfrage. Ich mag es zum Beispiel beim Stream sehr gerne, wie jetzt, da filme ich auch in 60 FPS, ne? Oder für, was weiß ich, für Gaming und solche Geschichten. Ich finde, bei Musikvideos wirkt es irgendwie immer so, keine Ahnung, zu flüssig. Ja, da fehlt so ein bisschen das Cineastische, aber scheiß drauf, wir gehen rein. Typischer Kuchenbeat feiere ich. Gun ins Game. Gute Rapper kann man alle an der Hand abzählen. Rappen von Drogen, doch können nicht mal ihre Monatsmiete decken. Ey, die meisten kannst du knicken wie den Joghurt mit der Ecke. Nice gerappt, schöner Oldschool-Flavor. Finde ich gut. Drogen, doch können nicht mal ihre Monatsmiete decken. Ey, die meisten kannst du knicken wie den Joghurt mit der Ecke. Du nimmst Kokain und Acid und Chores Beat mit Crack. Digga, erzähl mir nichts, denn ich bin aus der Drogenklinik back. Und ich finde, der halt hat vom Stil auch irgendwie so einen coolen Mittelweg. Ne? Er macht so ein bisschen dieses Drogenopfer, aber so auf sarkastisch, selbstironisch. Das finde ich sehr feierbar. Wenn du Dinge mal sehr ernst und verkrampft machst, ist es weitaus schwerer, sich gut zu verkaufen. Ich finde, das macht dir ganz gut. Kokain und Acid und Chores Beat mit Crack. Digga, erzähl mir nichts, denn ich bin aus der Drogenklinik. Auch sehr gute Reime. Ja, ich finde auch die Mische nicht so optimal. Ist aber besser geworden. Also ich finde, die heutigen Tracks klingen weitaus fetter. Hier, ja, ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, die Stimme, da fehlt mir irgendwie ein bisschen Tiefen und nicht genug Power drin, ne? Für diesen Beat. Da wäre ein bisschen mehr Energie ganz nice gewesen. Kokain und Acid und Chores Beat mit Crack. Digga, erzähl mir nichts, denn ich bin aus der Drogenklinik weg. Und lebe ab jetzt clean, doch bin immer noch zu dope. Bitch, ich kille dich mit Flowtots meines billigen Mikrofons. Okay. Er nimmt uns damit selber hops, Alter. Er nimmt sich selbst hops damit, okay. Lebe ab jetzt clean, doch bin immer noch zu dope. Bitch, ich kille dich mit Flowtots meines billigen Mikrofons. Ey, frisch aus dem Ofen ist geil wie Ficken auf Drogen. Und deine Bitches, die du fickst, kommen aus Litauen und Polen. Und außerdem ist es wirklich kein Geheimnis, dass du Sticher mit deiner Bitch beim Ficken gerne scheiße bist wie Stifler. Yeah. Hey, schöne Reimtechnik, Digi. Schöne Reimtechnik. Ofen ist geil wie Ficken auf Drogen. Und deine Bitches, die du fickst, kommen aus Litauen und Polen. Und außerdem ist es wirklich kein Geheimnis, dass du Sticher mit deiner Bitch beim Ficken gerne scheiße bist wie Stifler. Yeah. Schöne Pausensetzung, feier ich. Es ist wirklich kein Geheimnis, dass du Sticher mit deiner Bitch beim Ficken gerne scheiße bist wie Stifler. Yeah. Du fickst keine Groupies in Maybach. Deine Crew ist gescheitert, du machst als YouTuber weiter. Du talentloser Lauch, setzt einen Fuß in die Cypher. Yeah. Und sagst, du wärst dope, dann ist der Kuchen der Grinder. Ist auch geil. Auch schön delivered. Dann ist, du sagst, du bist dope, dann ist Herr Kuchen der Grinder. Gefällt mir. Du bist dope, dann ist Herr Kuchen der Grinder. Ich bin Wacko. Zieh dich an und schieß dich Hurensohn tot. Du bist Wacko. Ey, das gibt mir so ein bisschen Reimebude-Vibes. So ein bisschen dieser alte Reimebuden-Hook-Film von Dollar John und Beckmann. Zieh dich an, dope, dann so ein bisschen. Hurensohn tot. Du bist Wacko. Es ist auch krass, man merkt im 2018, dass sich der Stil auch krass verändert hat von den Teilnehmern. Ne? Also ich würde sagen, 2013 und 2014 war das alles noch sehr ernst. Also in dem Jahr sind so viele Rapper auch am Start gewesen.
Also zumindest jetzt von den ersten Qualis kann man sich das ableiten. Mehr Rapper, die so ein bisschen mit Humor und so reinsteppen. Also die anderen Jahre waren alle so ein bisschen verkrampft und böse und dramatisch, ne, Real Talk und so. Und die sind viele Leute dabei, Zepta zum Beispiel, ne, oder jetzt Herr Kuchen, die sich nicht ganz so ernst nehmen und eher so ein bisschen so auf dieser humorvollen Welle geschwommen sind. Bei mir treten Rapper in ein Fettnäpfchen rein. Du startest Internet-Beef, doch bist ein kleiner Hurensohn, der seinen Tinder-Match liebt. Du denkst, dass du und deine Homies krasse Dinger abziehen. Mal schauen, wie du guckst, wenn wir dir deine Dinger abziehen. Und mit deinen Dingern abziehen, ich bin immer noch clean. Und meine Kinderfans fragen nach dem Sinn dieses Lieds. Meine Kinderfans, Bruder. Ja, ich finde die Quali gut. Ich find die Quali gut. Unterhält mich. Dann Dingern abziehen, ich bin immer noch clean. Und meine Kinderfans fragen nach dem Sinn dieses Lieds. Wenn man glaubt es kaum, dass alles hier macht keinen Sinn, weil ich mach das einfach aus dem Bauch heraus. Kaiserschnitt. Style. Ich trink nur auf nüchternen Magen, weil mich mit Türken zu schlagen und unter Brücken zu schlafen einfach mein Hobby ist. Ich häng mit paar Krüppeln am Bahnhof und wir drücken uns Nadeln in unsere zittrigen Arme. Ich fahr im Lowrider mit Rot am Lenkrad. Mach in deinem Block auf Gangster, tauch auf wie ein Pop-Up-Fenster. Und nach zwei Wodka-Bechern bin ich blau wie Papa Schlumpf. Nein, warte, Papa Schlumpf war doch rot. Ich bin... Hey, Papa Schlumpf ist doch blau. Die Mütze war doch nur rot. Dann bin ich blau wie Papa Schlumpf. Nein, warte, Papa Schlumpf war doch rot. Ich bin weg und zieh dich an und schieß dich Hurensohn tot. Hä, oder verpeile ich da was, Digga? Hä? Papa Schlumpf, Digga. Was peile ich denn daran nicht? War doch nur die Mütze. Ja gut. Rot und blau. Ne? Geht das nicht um die Mütze? Und, so? Und nach zwei Wodka-Bechern bin ich blau wie Papa Schlumpf. Nein, warte, Papa Schlumpf war doch rot. Ich bin weg. Ey, und das hat bestimmt irgend so einen tieferen Sinn, den ich nicht peile. Oder es ist einfach ein Herr-Kuchen-Track und deswegen hat es keinen Sinn. Das, also, wir müssen es einfach akzeptieren, Digga. Die Gannung schießt dich Hurensohn tot. Tot. Rein. Ah, ich finde, da hätte Schluss sein können. Ist zwar recht kurz, 2:20, aber ich finde, da hätte, war ein guter Abschluss. Muss jetzt nicht nochmal sein. Ich finde die Hook halt nicht geil genug, um sie nochmal reinzuballern. Ich finde die auch nicht absolut scheiße, weil sie halt irgendwie, weil die ist halt so ein bisschen crazy, ne? Ist halt so dieser eigene Film. Hätte sie aber jetzt nicht nochmal reingeknallt. Ihr leid doch, ich bin zu fresh, ich hab die heftigsten Lines. Außerdem fehlt dir, Bitch, der Peptika-Style. Bei mir treten Rapper in ein Fettnäpfchen rein. Fettnäpfchen rein. Fettnäpfchen rein. Fettnäpfchen rein. Fettnäpfchen rein. Aber ich mag auch den Beat, weil Leute meinten irgendwie die Beats von Kuchen immer komisch. Ich feier diese oldschooligen Filme. So ein bisschen funky. Ich feier das. So eher so ein typischer Freestyle-Beat irgendwie. Das heißt von den Drums so. Und ich mag das sehr gerne. Ja, ich fand die Quali ganz cool. Ich fand die sehr, sehr unterhaltsam. Gäbe es für mich jetzt auch nicht viel zu meckern. Ich finde die Hook ein bisschen nervig. Einfach dieses... Irgendwie ein bisschen nervig. Deswegen hätte ich sie jetzt am Ende nicht nochmal reingeknallt. Aber insgesamt eine funny Quali, Digga. Was willst du sagen? Auch vom Video Unterhaltung gemacht. Sich selbst nicht so ernst genommen, kann man bringen. Okay, gehen wir rein. Gehen wir zu Drino, Alter. JPB 2018, Qualifikation. Let's go. Ah, wir haben uns irgendwie, warte mal, wir haben uns doch irgendwas von Drino gegeben. War das der, war der auch in der JMC? Irgendwas haben wir von Drino doch dann noch gesehen oder vielleicht war es auch in irgendeinem Rätselvideo zum JBB oder sowas. Ah, JMA, stimmt. Jetzt weiß ich es wieder, genau. Und da hatte ich ja gar keinen Bezug zu ihm. Ne? Für die meisten von euch war der ja schon irgendwie bekannt aufgrund des JBBs, aber Bro, also ich kenne ihn, weil ich glaube, er hat gegen JD gebattelt, oder? Ich glaube, er hatte ein Battle gegen JD. Deswegen kenne ich ihn schon, aber halt nicht wirklich. Also ich habe mich nicht wirklich mit ihm auseinandergesetzt. Ich kenne ihn wirklich nur von diesem Battle und dann halt in der JMA, ja. Damals immer diese Drohnenaufnahmen, ne? Jemand hat Drohne, geiles Video! Das
Wir sind aktiv, Bruder, immer auf Motorroller in Camouflage. Du chillst neben deinem Girl im Twingo vor dem Handschuhfach. Du weißt, du bist an deinen Zielen gescheitert. Und kurz darauf siehst du uns im Seitenspiegel vorbei. Was ist Rhino? Mein Markenzeichen ist ich, das Rapper bittere Pilzschlucken, weil sie nach dem Battle auf Sian Kani beißen. Jetzt. Guck mal, da fällt mir zum Beispiel direkt dieser Unterschied auf. Ne? So ein Herr Kuchen macht halt so ein bisschen auf funny, lachy, lach Rap. Ne? Und der Dreine verkauft sich schon ein bisschen ernster, aber die Optik kann das halt gar nicht verkaufen. Jetzt nicht, ich will damit nicht sagen, dass ich das besser konnte. Ich konnte mich im JBB auch nicht so gut verkaufen, weil ich auch mal sehr ernst war. Aber ihm ist halt, ne, er ist halt wirklich so ein kleiner und jüngerer oder so ein schlankerer Lulatsch so, ne? Ein Jung noch. Da passt so die Optik nicht so richtig zum Vibe so. Ja, aber es ist gut gerappt. Und mein Magen gescheitert und kurz darauf siehst du uns im Seitenspiegel vorbeifahren. Das ist Rhino, mein Markenzeichen ist ich, das Rapper bittere Pilzschlucken, weil sie nach dem Battle auf Sian Kani beißen. Jetzt weiß jeder, wer der Sieger hier ist. Julien überweist mir und fliegt auf die Malediven zurück. Das Battle euch erspart, Fischer und Siegel. Weißt du, warum ich dieses, warum ich mit der Line so relaten kann? Weil das eines der wenigen Stories gewesen ist damals von Julien, in dem er so ein bisschen von sich gezeigt hat. Erinnert ihr euch daran noch? Er hatte mal so eine Instagram-Story, als er auf den Malediven Urlaub gemacht hat, und da hat er so eine Story hochgeladen, hat das irgendwie gefilmt, und ich weiß nicht mehr genau die genaue Wortwahl, aber er hat so rübergeschwenkt, so über die Skyline, oder was ist Skyline, über den Horizont, so, ne, das, über den Strand und das Meer, und dann hat er irgendwie gesagt, oder auf Facebook, ja, vielleicht war es auch auf Facebook, und dann hat er irgendwie so gesagt, boah, Leute, jeder von euch muss mal hier sein. Jeder muss mal hier sein. Das ist so krass hier. Eigentlich muss das jeder mal erlebt haben. Und mir ist das Video so krass im Kopf geblieben, weil das so komplett random war. Ne? Sonst immer so dieser Asi Julien. Und da war er so geflasht einfach von diesem Urlaub. Und weil er sich da anscheinend zum ersten Mal richtig gegönnt hat, dass er da seine Maske kurz verloren hat. Deswegen ist mir das noch so krass im Kopf geblieben. Ne? Nach dem Battle auf Sian Kani beißen. Jetzt weiß jeder, wer der Sieger hier ist. Julien überweist mir und fliegt auf die Malediven zurück. Ihr könnt das Battle euch erspart, Fischer und Siegen Unterschiede, und zwar keine Millimeter, sondern liegen Unterschiede. Was für JPP nice. Ist auch nice. Weißt du, uns fliegt auf die Malediven zurück. Ihr könnt das Battle euch erspart, Fischer und Siegen Unterschiede, und zwar keine Millimeter, sondern liegen Unterschiede. Nice. Was für JPP, bevor Julien diesen Spaß nie seht, wär ich dafür, dass Mika mit ihm eine Runde Gassi geht. Ich greif durch und kleine Fankids sind geschockt, denn im Kickfinale endet ihre Ente in einem Wok. Check das mal, das wird ein total... Stumpf, aber schön delivered. Ente in einem Wok. Denn im Kickfinale endet ihre Ente in einem Wok. Check das mal, das wird ne totale Zerberstung. Komm ich nicht rein, bekommt Julie nochmal 3 Jahre Bewährung. Ja. Wir reden wieder von Chartplatzierung, doch wir sind für sie zu hoch. Ey, die Hook geht rein, finde ich. Ja, ich finde die Hook, also mir geht die rein. Ich finde die sehr nice. Ich finde es auch interessant, er ist irgendwie sehr klassisch mit seinen Lines so, ne? Also von den Parts, aber immer mit so kleinen musikalischen Spielereien, ob jetzt im Hintergrund mit irgendwelchen Doppelungen, ne? Oder mit irgendwelchen Adlibs. Und die Hook auch sehr musikalisch. Auch sehr musikalisch. Ihr bringt immer nur denselben Rotz und denkt euch. Sehr, alles schief da. Also, Bro, ich bin kein, was weiß ich, Alter, kein Musiklehrer. Ne? Also, mir ist das, ich bin da nicht irgendwie Noten bewandert und so ein Scheiß. Ich höre mir das so an, für mich klingt das nice. Versagt. Ihr bringt immer nur denselben Rotz und denkt euch, diesmal klappt's bestimmt. Ich wette, es gibt wieder ein paar Lines, dass ich noch nicht 18 bin. Doch ich hab die Nase voll von dem immer gleichen Scheiß. Ich brauch nen Mutti-Zettel. Ja, ah, schön, schön. Ich brauch nen Mutti-Zettel, du brauchst nen Behindertenausweis. Da war er 17? 17? Oh, das ist aber schon krass, Digga. Mit 17 habe ich angefangen zu rappen und ich war ultra wack. Das ist crazy. Das ist wirklich heftig. Mit 17 schon so abzuliefern, ist crazy. Wirklich, Props gehen raus, Alter. Mutti-Zettel, du brauchst nen Behinderten. Ey, wenn das Bild nicht für ein Meme geeignet ist, Freunde, tobt euch aus. Behindertenausweis, wackelst du? Gegen mich kriegt deine Karriere den Schnitt verpasst. Ich könnte wetten, du hast noch nie so einen Gegner wie mich gehabt. Du bist wack und hast es auch schon selber geblickt. Die Hälfte der Spins, die du kickst, sind fast schon älter als ich. Auch nice, schön, schön, schön. Schöne Spielereien mit seinem Alter, ne? Das ist halt ein schlauer Move.
direkt so ein bisschen vorkontern, zeigen, damit kriegt ihr mich nicht, das trifft mich nicht. Ist auch schon selber geblickt, die Hälfte der Spins, die du kickst, sind fast schon älter als ich. Tut mir leid, wenn ich dich auspue, ich hab das Gefühl, die Rapper hier sind nur zum lustig machen, da so wie eine Clownschule. Du hoffst, dass jeder deiner treuen Freunde dich pusht, jeder Fan kauft deine Runde, du machst 99 Cent plus. Alter, was? Jeder Fan kauft eine Runde, du machst 99 Cent plus. Alter, was? Nice. Ich gewinn das Turnier einfach ganz entspannt, weil ihr zwar alle trellert, aber keiner von euch punchen kann. Rhino 2017, keiner rappt in meiner Liga. Alle anderen, ihr sind strohdumm, ich bin clever, so wie Miguel. Wir reden wieder von Chartplatzierung, doch wir sind für sie zu hoch. Jeder deiner Rap-Movies hat versagt. Boah, ich find die Hook geil. Jeder deiner Rap-Movies hat versagt. Ich find's feierbar. Ne nice Quali, Digi. Also sich so zum ersten Mal zu präsentieren mit 17, krass, ne? Und ich habe noch am Anfang so ein bisschen, was heißt mich drüber lustig gemacht, ist nicht, ne? Aber halt so ein bisschen durchblicken lassen, dass das immer ein bisschen, ja, dass wenn man ein bisschen ernster unterwegs ist, das oft schwierig ist, weil man natürlich, ja, das dann schwieriger ist zu backen mit der Optik, ne? Ja gut, mit 17, wie willst du das mit 17 auch backen, ne? Also egal, zusammenfassend kann man sagen, Quali hat mir sehr gut gefallen, sehr gut gefallen. Um ganz kurz nochmal hier auf die Runde einzugehen. Es ist immer ganz, ganz schwierig bei mir, weil ich bin so ein Mensch, ganz oft sage ich, boah, ich stehe so auf diesen musikalischen Film nicht so. Ich mag klassische Rap-Hooks. Aber das stimmt nicht immer. Also irgendwie, ich kann es gar nicht immer so genau sagen. Das ist so ein Gefühlsding. Manche Hooks, manche musikalischen Hooks gehen bei mir aber wieder voll rein. Und es sind oft gar nicht unbedingt diese typischen, weiß ich, Alter, diese typischen Ohrwurm-Dinger. Also das war eine Ohrwurm-Hook, aber nicht unbedingt das so, dieses, was weiß ich, Alter, Raf Camora oder so, dieses sehr erfolgreiche. Das kriegt mich oft gar nicht. Aber irgendwas war da drin, was mich irgendwie, keine Ahnung, was mir irgendwie gefallen. Das ist voll schwer für mich, das immer auf den Punkt zu bringen oder das irgendwie zu beschreiben, weil, ja, das ist immer so voll, keine Ahnung, immer unterschiedlich. Aber die hat mir gefallen, muss ich wirklich sagen.